Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. Im letzten Part ist richtig viel passiert, wir haben Viper Man aufgemischt und Orcha hat sich jetzt unserem Team angeschlossen. Der wurde tatsächlich vom Poro-Militär zu so einem dunklen, bösartigen Koch schon fast zum Hulk verwandelt. Wir mussten ihn besiegen, wir mussten auch den 1-Plus-Roboter Growback besiegen. Haben auch besiegt, wir haben alle besiegt und die meisten haben sich uns danach so angeschlossen. Das Wichtigste ist, Lady Riddle ist gerettet und ja, ich habe Arl und Janice jetzt erstmal rausgepackt, ein bisschen Variationen reinbringen, andere Charaktere vorstellen. Es interessiert mich natürlich, ob wir für den eine bessere Pfanne kriegen. Ja, tatsächlich. Und ihr wisst ja, Lina verwendet die gleiche Waffe wie er. Deswegen gebe ich ihnen jetzt die bessere Pfanne. Falls wir wieder Lina bekommen, ihr wisst, that's my girl. Ist halt mein Lieblingscharakter im Spiel. Und da hat die halt auch schon diese Waffe. Ich glaube, die Denaturite-Waffen. Das sind tatsächlich die besten. Die besten Waffen im Spiel. Abseits der Regenbogenwaffen, die halt super schwer zu bekommen sind. Von daher denke ich, dass ich diese Investition nicht bereuen werde. Klar, ich hätte mir jetzt ein Stone-Helmet oder sowas machen können. Wäre nicht verkehrt gewesen, aber ich weiß ja nicht. Lieber nicht. Wir sollen jetzt zu Hermit's Hideaway. Da geht irgendwas ab. Da sollten wir Lady Riddle treffen. Da gehen wir jetzt zurück. Hermit's Hideaway. Ach, guck. Kommen wir hier etwa auch schon hin? Ja, nur hier ist nur nichts. Das wird später auch witzig. So ein Secret Boss. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Die Secret Bosse, es gibt zwei Stück im Spiel, die mache ich auch viel später. Das ergibt jetzt noch keinen Sinn. Nein, Turnip ist tot. Irgendwie ist er echt nicht mehr da, ne? Aber den kann man ja eh nur mit Po-Schule ausbuddeln. Wisst ihr ja. Dafür brauchen wir den Hund. Wir haben jetzt sogar eine Waffe für General Viper bekommen. Was ist mit dem eigentlich? Was ist los? Wir sind's doch nur. Hi, Gramps. No, Radius, he is not, sir. I mean, he is not Lynx. So you mean to tell me that you are really sad? Stimmt, der Radius dieser Welt weiß noch gar nicht. This is hard to take in so suddenly, but I do not sense Lynx's evil within you. Das ist schön, dass er es mal spüren kann. Das wäre nur ohne Radius. Hier hätte ich als Entwicklerin Secret versteckt. I am not used to being pursued! That's what happened. I just couldn't believe it until I saw it with my own eyes. Oh, and thank you for saving Miss Riddle. I'm very grateful. Haben wir doch gerne gemacht. Ehre ist unser zweiter Name. Also bitte. Thank you kindly for everything, Serge. I've heard much of what has happened. We cannot allow Lynx to carry on like this. I owe you a debt of gratitude, so I would like to fight alongside with you. I may be inexperienced in battle, but I hope you will find me helpful. Yay! Thomas Riddle im Team. Eine der besten Heilerinnen im Spiel. Wenn nicht sogar die beste Heilerin. Voll cool. Das freut mich. Die werden wir wahrscheinlich direkt im nächsten Part schon verwenden, warum nicht? You seem very tired. I do recommend that you rest. Would you like to rest? Nö. Ich wollte eigentlich nur mit der anderen reden. Search, right? I'm sorry for everything.
Oh, er streichelt sie auf den Kopf. Ist das süß. Er streichelt sie auf den Kopf. Was ist jetzt mit dem General? General Viper, was soll ich mit dir tun? Ja. Ich glaube, wir müssen resten. Hauptsache nicht rest in peace. So viel zum Thema Rest. What the? They have come. You look much better, Daddy. Sorry to worry you. Oh, thanks to Marcy. Sorry to trouble you like this, Marcy. Looks like I worried everyone as well. Ja, was ist denn jetzt los? Wollt ihr jetzt mal nachschauen? Ah, damn. Oh Gott. Show your face, Lynx. Your 9 lives are up. Wait, ich glaube, das ist nicht der Dark Search. Das ist hier Kid, ne? Show your face, Lynx. Your 9 lives are up. Ich glaube, Kid ist das. Weil das hier jetzt so einen Krach macht. Ich glaube, das ist Kid. I recognize that voice. Kid. Wait, Search. Er kann nicht warten. Oh nein, warum ist Kid jetzt hier? Wir sind doch der echte Search im Herzen. Merkt ihr es denn nicht? Oh, Links, today's the day. I finished you off. Are you alright? She's quite serious. And I have a bad feeling about this. She doesn't seem to be herself. Ach, mit dem Dark Search lag ich wohl doch nicht so ganz falsch. Yes, she's indeed Kid. However, right now you are the one who is Lynx. And I am Search. Once our roles were reversed, so were our problems. To her, killing you will avenge Luca. Right, Kid? Yeah, I put an end to Lynx today. Sieht ihr es da nicht, dass der Search sich komplett verändert hat vom Style und vom Aussehen und von der Stimme? And avenge Luca. I think we better retreat for now. Give it up. We have this shack completely surrounded. There's no way you can escape. We will see about that. Search, hop on! Ey, der Bossvogel. Der komische Riesenpapagei von Fargo. Damn, they got away. Anyway, this is only the beginning of everything. Klingt nicht so nett. Oh hey, dank Fargo. Good work, Polly. Nah. Well then. Captain, the others are safely on board. Good, good. Los, Fargo, willst du auch noch in so ein Team beitreten? Ich meine nur, deine Piratentechniken können wir gebrauchen. Wäre sehr nice. Hey, Search, how about you and me team up for a while? Und damals haben wir Nein gesagt, I remember. Haben wir umsonst Lina nicht bekommen, die Süße? For crying out loud, would you just shut up and get on with it? I'm gonna kick your sorry asses so hard, you will kiss the moons. Just wait, Lynx, today's gonna be the day of reckoning. Say your prayers. Not that it will do you any good. Mit dem Voice Crack klang es noch viel authentischer. Oh, you're so sad mit der Musik. Ach, die Arme, die ist jetzt nur so eine Sklave von diesem Dark Search. Mittel zum Zweck. I've had it up to here with you.
Yeah, I know. This is the end of your links. Say your prayers. Alles nur, um Luca zu rächen. Was er damals in diesem Kinderheim oder was passiert ist? Oder in Lukas Haus? Ich weiß ja nicht. Wo waren die denn? Die haben auf jeden Fall irgendwie zusammen gewohnt. Hat sie uns ja schon mal erzählt, die Story. Oh oh. Sad. Oh nein, jetzt passiert diese Stelle. Tell me, what is the most important thing in your life? Ask yourself what you can do and what you need to do in order to attain it. If not you, then who? If not now, then when? Right, Serge? Was ist das Wichtigste? Natürlich die Rettung der Welt. Natürlich. Ach so, ich dachte, es gehört nur irgendwie zu einer Katze. Nee, wir dürfen uns bewegen. Oh, nice breeze. Links! The captain already told us about you, but no matter how you look at it, you do look like Links. Keep in mind, das ist natürlich jetzt das richtige Piratenschiff und nicht dieses komische, verhunzte Glücksspiel-Piratenschiff. Ahoi, Mädels! Just dropping by. Ich wollte jetzt mal gucken, was da abgeht. Wiper, let's sell this old score once and for all. Prepare yourself. Said you, Serge. Fargo, our duel will have to wait. I need to have a talk with Serge. Have it your way. Serge, Link has headed to the Sea of Eden. We must do everything in our power to prevent him from obtaining the frozen flame. I shall lend a hand. We must put a stop to him. Damit ist er dabei, der General. Wusste ja schon, dass der irgendwann dem Team beitritt, weil wir schon eine Waffe für ihn haben. General Wiper joined your party. Yay! Let's go. Der wird auch noch so einen großen Auftritt haben. What the hell? Hey, Serge, I'll help you out too. You saved my life twice already. And I guess I already know too much. I can't just sit around and ignore the situation. Und willkommen Fargo, der im besten Diebstahl spielt. Spielt für Boss so ganz witzig. Werde ich aber nicht abusen, damit das Spiel noch schwerer wird. Für die, die jetzt wieder rumheulen, wie ich schon mein Kronentrigger, dass sie nicht den Diebstahl die ganze Zeit nur das Pech gehabt. Ich will es mir nicht zu einfach machen. Von den 6 Drachengöttern werde ich klauen, werde ich Fargo verwenden und das war's damit, Fargo. Ich werde nur in den Bosskämpfen gegen die Drachen verwenden. So schaut's aus. Auch wenn ich ihn mag, ne, aber ich finde, der macht das Spiel ein bisschen zu einfach. Aber zu Fargo. Später mehr. Wiper, I'll deal with you later. Once we put an end to this situation, you're mine. Very well. I will not run from you. I will be happy to accept your challenge. Wait! Yeah, jetzt bekommen wir die nämlich auch noch. We are coming to. Hope that's okay with you, Serge. Yay, Marcy, like, joined your party. Cool. Und natürlich das schreiende Soar. It's true! Electric! There's no point in my not fighting. Please, you save Miss Ritter! Accept this gesture as a token of my appreciation! Join your party! Ich hoffe, ich muss den nicht so lange synchronisieren. So anstrengend, die Stimme.
und anstrengend für meine Stimme. Shall we be on our way, Serge? 1 Million neue Teammitglieder, ja, moin. Geil, ne? Aber ich bleibe jetzt erstmal bei denen. Die wir jetzt schon ausgestattet. Jetzt können wir natürlich auch zurück zu Viper Manor, die eine Truhe öffnen, die nur so öffnen kann, ist mir schon klar. Ich will nicht. Ich will da nicht rein. Warum müssen wir hier schon hin? Hallo, Hal. Was passiert, wenn ich jetzt wieder abhaue? Ich will hier eigentlich noch nicht hin. Can't we go any further? Die wollen auf jeden Fall erstmal mit Aal quatschen. Was ist hier überhaupt los? Das ist eine Art Barriere. Do you know how to get through here? You wish to know? This place is called the Pearly Gates. This used to be the only entrance to the Sea of Eden. However, legend says no one has been able to see it or approach it ever since the dragon sealed the evil flame. Then how are we supposed to get in? You need the powers of the dragons that sealed the flame. You must break the seal of the pearly gates with relics from each of the six dragons. Relics break the seal, you mean here? No. The true gate to the Sea of Eden is not here. It is in the other world, where the dead sea lies. So where are we supposed to find the six dragons? You will find them scattered around both worlds. They will be easy to find with all the legends about dragons throughout the islands. Oh, and Monsieur Lynx. The other Monsieur Lynx disguised as Serge is already in here. That is because his appearance is that of Serge. What do you mean? Even if you are able to get all six dragon relics, you will not be able to make it inside as Monsieur Lynx. Then what are we supposed to do? The dragon tear. That is all I can tell you. Now it's my turn to ask en question. Monsieur Lynx, if you had to choose between the world or moi, which would you choose? Ach Mensch, Aal, ich mag dich doch, aber ich muss doch die Welt nehmen. Oder ich mach, I don't know. Keine Ahnung. That is exactly what it thought, Monsieur Lynx would say. Und? Nicht zufrieden oder was? Hab niemanden gekränkt. Will die Welt retten, aber ich mag dich heute auch, Aal. Das Ding ist, ich glaube, Aal verlässt uns jetzt. Voll schade. You go, Sea Dog. Go and find yourself. I wish you well. Ciao. So viele neue Charaktere, so viel zu tun. Und jetzt müssen wir die Drachengötter besiegen. Why must I have to tell him such things? You're such an idiot. Jetzt kommt er. What's wrong, Aal? There's fluid coming out of your eyes. Oh, it's you, Stucky. It's nothing. Don't worry about it. Something is different. Starkey can tell. Aal's makeup doesn't look the same today. Starkey, don't think it's nothing like you say. Why do you lie to me, Aal?
Mr. Quar, okay. I guess I cannot fool you. Listen, Starkey. This is called a tear. It's something that flows from your eyes. Naturally more, when you are sad, when you are hurt. Tear! To cry, the water comes out from eyes when you are sad. Are you sad so you can wash your face with tear? Go to sleep, Starkey. And don't tell anyone I was crying. You promised you will not to tell. Starkey like promises. Es hat eine Ahr jetzt auf einmal und Starkey so süß und unschuldig. Weiß nicht mehr, was passiert, wenn man weint. Warum man weint. Starkey will promise not to tell anyone that I was crying. Wait a minute, crying means that Al is sad. But why? Das wisst ihr auch gern. Even though we are close, I cannot tell you that. You will find out eventually, Starkey, if that time comes. Every problem has a solution. Solution. I hope. Ich glaube, die verlässt uns jetzt. Die arme Aal. Ist auf jeden Fall voll traurig. Da kommen wir immer noch nicht rein. Ich weiß nicht, wann sich der Scheiß öffnet. Tja, Umwelt. Again. Schon wieder Umwelt, ihr Lieben. Was wollen wir jetzt? Müssen wir halt die Drachen finden, ne? Ich würde sagen, wir schauen mal kurz bei Galdorf vorbei. Beim Schrein. Und fragen mal die Schamanen. Search. Isn't there something strange about this village? What's going on? People are gathering over there. Let's go find out what's up. Sorry, blöde Porra-Armee. Und Orla, die mag ich auch so gerne. Pong soldiers in a small village like this? But something certain. Who's that lady? You dare to resist the bloody military? So what if I resist? Why don't you stop hiding behind your men and try to stop me yourself? I make you regret that. All right, you go seize this girl. Why me, sir? Don't talk back. This is a direct order. Get with it on the double. Die Angst vor Orla, oder was? You heard us. Cease your resistance. A woman should be more gentle and ladylike. Hallo? Sie ist Sailor Moon. Also mehr Girl geht ja gar nicht. Und sie ist eine fantastische Kämpferin. Orla könnte direkt sich bei Street Fighter bewerben. There. That will teach you a lesson. A great soldier man. Or do you need another round? Round two. Fight. Final round. The winner is Orla. Bisschen Tekken-Anspielung. Why isn't this Sir Lynx? We cannot arrest this girl on our own. Please help us, sir. Ich will dem Girl aber nicht wehtun. There are more of you. But you are still no match for me. Leave this village now. Oh no, wir müssen fighten. Aber das war jetzt erst Karsh und Orchas. Erster Kampf. Na gut, we will see. Gut, dann schwing mal direkt dein Ding. Yeah, mit einer Axt. Voll cool. Zwar nicht die höchste Trefferquote der Karsh. Aber sei es drum. Die Trefferquote ist echt nicht so gut. Dürfen nur die Einzelangriffe nutzen. Und hier mal die Aishel Axe. Fangen wir direkt mit dem Special Angriff an.
Wie Dianway erste Waffe. Der Finishing-Angriff. Wo er auch die Axt wirft. Oh, dieses Wasserelement. Kommen wir ja mit dem Feuerelement richtig gelegen. Lass mal den Karsch in Ruhe, er ist schon fast tot. Um Gottes Willen. Das ist aber nicht witzig hier. So, Mystery Menu. Turns your fall into the main course. Keine Ahnung, was hier passiert, was uns bringen wird. Ich hab keine Ahnung. Wow, er heilt sich und macht Schaden. Denn das Ort ist ja voll tanky. Okay, der Angriff war actually nice. Die ist voll schwer zu treffen, die Orla. Oh nein, Multipunch. Wasser auf Feuer, nein. 82 geht aber. Das Schlimme ist, ich glaube, wir brauchen jetzt hier so einen Recover-All. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Gerade der Karsch wurde ja so ein bisschen von Orla auseinandergenommen. Ja, mit den Girl hier ist nicht zu spaßen, echt. Los, Karsch! Das ist einfach Sailor Moon. Und sie boostet sich noch weiter. Oh no. Karsch. Jetzt machen wir nur mit dir. Hier! Inferno! Das ist sehr effektiv. Los geht's. Karsch ist, glaube ich, nicht der beste Markt, ja, aber. Was soll ich machen? 148. Immerhin. So schlecht war das jetzt nicht. Na ja, komm. Film war das Element Grid ein bisschen auf. Aber irgendwie. Die will es echt wissen, ne? Oh no. Also die normalen Angefunden, die machen unfassbar viel Schaden. Sassen, Spice of Life. Scatter Secret Spice to make. Party, healthy. Noch eine Heilung. Ja, warum nicht? Der ist irgendwie ganz cool. Der Archer. Heilung. So ein Angriff, der Schaden macht und heilt. Kann man sich denn nicht beschweren. Oh, ich glaube, sie ist in die Knie gegangen. Komm, alles oder nichts. Alles oder nichts. Genius. Die boostet sich aber ohne Ende. Nein! Immerhin nochmal volles Leben. Hätte ich den Minish machen sollen. Das war aber schwach. Ich glaube, die ist eher so die Nahkämpferin, ne? So, Girl. Jetzt gibt's den Dragon Rider. Den Dark Souls 2 Boss. Schwupps! Gar nicht mehr so schwach. So. Man darf Archer ja ein bisschen was machen. Dong! Könnte einfach mit so einer Bratpfanne an, ey. Und das war's mit eurer. Ich hab die jetzt aber nicht getötet, oder? Ich mag die viel zu sehr. Komm, eure. Schließ dich unserem Team an. Wir brauchen deine Power. Mitri. Naja. Da liegt sie. Jetzt haben wir echt diesen blöden Poor-Soldaten geholfen. Masterful work, Sir Lynx. I knew we could count on you, sir. Thank you for your troubles. Please leave the rest to us. We will take her into custody and sentence her at headquarters. Wait. I order you and your troops to return to headquarters. We will take care of this girl. This village will be under Sir Lynx's command until further notice. Report that back to High Command. But that will be too much trouble for... Densha here! Yes, an order from your superior officer! Ich wusste gar nicht, dass Karsh der superior officer ist. Das wäre eigentlich Norris. If you disobey, you will be court-martialed. Do I make myself clear? Yes, sir. We will gather the troops and head back to headquarters at once, sir. Haut ab. Jetzt helfen wir Orla. Ich will wissen, was die hat. Die Arme. Warum hat die angegriffen? Die hat irgendeine Intention.
You said you were really sad, even though you are in a different body. I don't know what happened, but you need to get back to your true self. Ja, dann reinige unser dunkles Herz. Du bist aus Sailor Moon. I cannot believe it. Is it possible that such a thing can occur? Hey, even you should not get up soon. Are you all right? Even though you are a trained fighter, you should refrain from pushing yourself too hard. I'll be fine, but I almost bit the big one this time. Looks like I'm in need of more training. Oh, that hurts. Let's commit. As proof that you're really such and you regain yourself, I will lend you this brute. Ich glaube, die glaubt uns nicht. Wir sollen zurück, zu ihr zurückkehren, wenn wir wirklich Search sind. Fies. Aber hey, wir haben die Möglichkeit, wahrscheinlich dann sie zu rekrutieren. Oh, is that your sisters? It's alright, for now. Listen, Search, promise me this. When you successfully regain your true self, come visit me. I will gladly aid you then. Hey! Das ist so mein Deal. Willkommen einfach Sailor Moon. Ja, mit Lina, mein Lieblingscharakter tatsächlich. Orla und Lina mag ich extrem gern. Kann sogar sein, dass ich mit Orla den Fallen Dungeon mache. Muss ich aber noch schauen. Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. So. Na, Doc? Lange nicht gesehen. Even though I understand what happened logically, emotionally, I haven't straightened things out. I am sorry, Serge. Please give me a little more time. I would be just a burden to you in this state, man. Nicht wirklich. Je mehr im Team, desto besser. Be careful on the road. Hardship is a constant companion on a journey. But please keep your heads up. Ja, immer doch. Die Depri-Schiene hilft in JRPGs sowieso nicht. Welcome, Traveler. Nee, ich will nicht traden. Geh weg, du Doofi. Those who die at sea with strong attachments to life are said to become wandering spirits of eternity. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gelesen. Wir waren ja auch schon mal hier. Der hat so was Neues. Ich glaube nicht. Wir haben sowieso den Smith Spirit. Das war einfach nur unnötig. Wo ich auf jeden Fall jetzt mal vorbeischneiden möchte, ist einmal in den Shop und natürlich bei der Schamanin. Oh, hier scheint auch noch was zu passieren. I have a twin sister. Her name is Tia. Tja. According to old legends, twins are signs of tragedy. Das sind komische Legenden. When I was a child, I was separated from my mother and sister who left El Nido. Only had my father. I felt as if half of my body had been lost. There was a huge void in my heart. Und da wurde Sailor Senshin. I never told this story to anyone before. Strange. Weil du im Inneren fühlst, dass wir Search sind. Sometimes I really feel that there are countless words. And I'm not the only me. Does this sound odd? Nicht wirklich. Gibt da wirklich nur eine andere Ohr. But that might just be running away from reality. The one thing that always helped me when I felt weak was the Sapphire Brood. It is a token that's been passed down through generations in my family. It is cracked in half now. One half belongs to me and the other to my sister Tia. You don't have to return it just yet. This blue gem. It's the only one that exists in this world.
That means that is proof you're the real Serge. Dann komm doch jetzt schon mit. So please, keep it with you until you have regained your true identity. Es dauert aber noch mit der Identity. Ach, eure. Toll, warum bin ich jetzt wieder hier? Was passiert, wenn ich nochmal reingehe? Ich hoffe, wir hatten nicht der gleiche Dialog getriggert. Nee. Hallo, eure. Someday, I will find my sister here. Somewhere. Somehow. We don't get much news of the main island out here. Judging from the season, I guess it's about time the El Nido Festival starts. Ja, das Festival lässt auch ein bisschen auf sich warten. Aus Gründen. It hasn't rained around here for the longest time. The traders say the water on the Water Dragon Isle has dried up too. Ich glaube, das ist ein guter Start. The Water Dragon Isle Homeworld. Ich glaube, da können wir den ersten Drachen besiegen. Ich denke, das wäre der erste. Ich glaube, der war am einfachsten. Aber ich will jetzt erstmal noch mit der Schamanin reden. Vielleicht sagt die ja noch irgendwas. Irgendwas Nützliches. In der anderen Welt kommen wir ja gar nicht rein. Nur in dieser Welt. Six Dragon Gods. As you may well know, the natural world, bla bla bla, ja, das hatten wir alles schon. Wir hatten das ja alles schon. Das ist jetzt so ein bisschen unworldmäßig. Da wird der Spieler, die Spielerin wirklich auf sich allein gestellt. Weil ganz ehrlich, ne? Das Spiel sagt einem jetzt nicht wirklich, wo man zuerst hingehen soll. Tja. Du musst halt die 6 Drachen besiegen. Ja, ist gut. Omi, lass mich gehen. Gut. Dann würde ich echt sagen, wir fangen an mit Water Dragon Isle. Nur bei einem Drachenboss kämpfen, muss ich auf jeden Fall mal Fargo verwenden. Weil er halt immer richtig krasse Items von denen klauen kann. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Wenn nicht, muss ich halt fliehen und den Kampf nochmal neu starten. Wäre auch eine Möglichkeit. Bei den Drachenbosskämpfen mache ich das. Sprich, wir werden Fargo wahrscheinlich nur bei den Drachenbosskämpfen sehen. Weil es sind 6 Dragon Gods. Da hat der Fargo ordentlich was zu tun. Tja, Sky Dragon Isle. Ich glaube, der sagt so, ja, komm wieder, wenn du die anderen Drachen besiegt hast. Irgendwie so war das. Ich kann mir jetzt den Rahmen mit Mabuel abholen. Da war doch was. Holen wir uns den Rahmen aus Mabuel. Und es gibt auch noch eine Sidequest mit Starkey. Es gibt auch noch eine Sidequest mit Starkey, das muss ich auch noch machen. Naja, erstmal hole ich mir jetzt den Rahmen, dafür braucht man 3 Demi-Humans. Das sind nämlich Janice und Irene. Das sind die einzigen Demi-Humans, die wir haben können. Normalerweise noch Razzle, aber Razzle kriegen wir nicht in unserem Playthrough. Yo, are you guys outsiders? You better watch out for the humans hunting down Demi-Humans. They will rob you of your elements. Welcome to Mabuel, the village of Demi-Humans. We warmly welcome all types of Demi-Humans here. Here, let me give you this as welcome present. Yay! Das kann man tatsächlich missen. Weil wenn man natürlich mit Serge wieder da ist, ist man halt kein Demi-Human mehr, bedeutet, man wird den Rahmen nie wieder bekommen. Den werden wir jetzt auch direkt auswählen. Hab ich Bock drauf. Das ist eigentlich engen Rahmen, den wir noch nicht verwendet haben. Ich glaube nicht. Wir haben tatsächlich alle Rahmen verwendet und der ist voll schön. Der ist voll schön. Nehmen wir den nochmal.
Wer wird sie auch besser machen, ne? Humans, ja, Illy Omen. Ja, Humans. Weißt du, wir kommen hier als Demi-Humans und wir heulen trotzdem rum. Das hat ein bisschen bekloppt. Der andere hat ja auch gesehen, dass wir Demi-Humans sind. Tja. Bluff, G-Shop. Hey, welcome to G-Shop, baby. Come on, baby. Du was Neues? Not really. Ich würde gerne noch ein paar Imbissals mehr. Und ein paar Strengthens mehr. Aber sonst bin ich wunschlos glücklich. Thanks, baby. Ich glaube, das ist der Typ, der die Traps verkauft. Kaufe jetzt mal von jenen einen, aber ich weiß nicht, ob ich die überhaupt verwenden werde. Aber hätte ich die vorher gehabt, hätten wir richtig viel Verwendung dafür gehabt. So natürlich eher weniger. Ich kaufe trotzdem mal von jeder Trap eine. Oh, da hätte ich gerne zwei von. Magnify und Diminish. So viel Diminish brauche ich halt nicht, ne? Ich kaufe trotzdem noch zwei. Da war genug Diminish. Thanks, baby! Die sind irgendwie witzig. Ich mag die. Hey, warum redet ihr nicht mit uns? Wir sind doch alles Demi-Human. How is it going? Where are you guys from? Not many visitors come to these parts. Ey, ich bin Demi-Human. Stimmt. Sagt der noch was? Who are you? Are you just passing through? Well, there's nothing but me. Huh. Können wir noch einmal kurz zu den Sage gehen? Zu dem Dorfältesten quasi. Würde ich sagen, Water Dragon Isle. Oder auch nicht, weil der Part schon zu Ende ist. Echt? Ich glaube, ich mache tatsächlich jetzt Sidequests mit Starkey. Der sagt aber auch nicht so. Ist doch Black Dragon vielleicht? You may have already seen the Black Dragon residing in our village. It has been asleep for many a year now. No one knows why. But the last ruling elder spoke the following. The black dream of the black dragon, unable to return, it continues to wander. I know not what it means. Ich glaube, den black dragon muss man tatsächlich zum Schluss besiegen. Oder war es doch der sky dragon? Schiffer sind jetzt die letzten. Und zu dem grünen Drachen können wir nur fliegen, indem wir, ja, von den Hydromarches aus diese Flöte benutzen. Das wird auch witzig. Tja, ich würde sagen, ich mache Saki mal ready, weil der will ja auch immer noch zu seinem Raumschiff. Das ist immer noch so eine Sidequest. Gucken, ob die schon geht. Bis gleich. So, ich habe Saki jetzt ein bisschen ausgerüstet. Ich glaube, man braucht tatsächlich Feuerzauber. Ohne Feuerzauber kann man den Boss nicht besiegen. Irgendwie sowas. Ich habe mir jetzt nur Feuerzauber gegeben. We will see. Oder geht das noch nicht? Oh, es geht noch gar nicht. Oh, ist das kacki. Gut, habe ich das jetzt erfolgreich umsonst gemacht? Ist aber nicht schlimm. Ich weiß zwar nicht, wann sich das Sidequest eröffnet, aber habe ich ihn jetzt schon mal ausgerüstet. Tja, Water Dragon Isle, ihr Lieben. Da müssen wir hin. Aber bitte in Homeworld. Hier ist der Water Dragon noch gar nicht mehr live. Hier können wir den Mount Pyre machen, glaube ich, denke ich. Keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Welchen Drachen gibt es denn? Hier kommen wir nur mit der Hydromarches hin. Das ist tatsächlich der Winddrache. Da ist der Seedrache, Homeworld, Mount Pyre, Feuerdrache, Schwarzer Drache, Weißer Drache. Wen gibt es denn noch?
Ach, den Erddrachen. Ja, der ist aber auch Homeworld. Alle Wege führen zur Homeworld. Gehen wir zurück zur Homeworld. Klar, Another World. Gibt es immer noch die Truhe von Soa. Aber die läuft uns ja nicht weg. Die Soa-Truhe läuft uns ja wirklich nicht weg. Von daher, bald jetzt mal den Hinterkopf und wir wechseln wieder die Welt an. Weil der Feuerdrache war, glaube ich, mit der schwerste. Den will ich erst ein bisschen später machen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Welten-Switch. Gibt's denn noch irgendwas, was wir machen könnten? In dieser Welt, was wir freuen? Ich konnte, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Gut. Ah, es gibt noch so viel zu tun. So viele Sidequests. Oh, hier haben wir wieder die geile Musik. Die finde ich einfach so viel besser, weil es so richtig entspannt und gechillt ist. Homeworld. I love it. Ist mich halt auch ein bisschen Wurm des Derbenworks, ja. Echt strange. Und das hier wurmt mich auch. Wir haben immer noch diese Quest offen. Aber ich glaube, die wird ausgelöst vor dem Black Dragon. Machen wir Water Dragon Eye zuerst. Das ist der einfachste. Da werde ich Fargo auch ausstatten. Ich hoffe, vor dem Bosskampf ist ein Speicher. Weil, wie gesagt, die Drachenmuskeln werde ich alle mit Fargo machen. Hops. Tschüpp. Hops. Können wir mal den Feen Hallo sagen? Auch wenn wir uns beim letzten Mal verachtet haben. Die Feen mochten uns gar nicht. Ah, Kacki. Sind wir hier überhaupt richtig? Doch. Müssen wir. Los, hoch da. Perfekt. Water ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Die werde ich im Bosskampf auf jeden Fall rauspacken. Rotes Element ist nicht so witzig. Na ja. The Fairy is on this island. Do not take too kindly to outsiders. Toll. Die sind immer noch mad auf uns. Wo wir überhaupt nichts gemacht haben. Wir haben die sogar von den bösen Zwergen gerettet. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum seid ihr so? So undankbar. Ach, und hier sind jetzt auch die Lagoonates. Ja, die haben es natürlich in sich. Die haben wir auch schon tatsächlich kennengelernt bei den Grand Slam. Ja, die sind nicht witzig. Aber gegen die möchte ich auf jeden Fall mal kämpfen. Damit der Orcher auch noch ein bisschen mehr gemacht hat. Weil den würde ich dann wirklich rauspacken. Damit wir neue Charaktere kennenlernen. Krass, ich möchte einfach nur so ein bisschen drin laufen. Aber schauen wir mal. Oh, Archer rastet halt komplett aus. Und der rastet sogar noch mehr aus. Volcano! Er rastet komplett aus. Power des Vulkans! Und die überleben es natürlich, weil es die Lagoonates sind, wie gesagt. Sind halt brutal. Oh nein, just 4 Kicks. Sind halt nur 4 Kicks. Alles gut. War halt echt nicht so schlimm. Habe ich mit Schlimmeren gerechnet. Los, Karsch. Er trifft ganz gut, ne? Dafür ist so eine geringe Trefferquote hat. Supi. Also. So schlimm waren die Lagoonates tatsächlich nicht. Aber im Grand Slam fand ich wirklich das Nonplusultra. Die haben auch so viel Schaden gemacht mit den normalen Angriffen schon. Not bad at all. So, hier war der Kampf mit den riesen Zwergenpanzer, falls ihr euch erinnert. Die muss ich wahrscheinlich zu Fargo switchen. Was sind das für riesige, komische, seltsame Kreaturen? Ich hab Schiss.
Oh no, noch mehr neue Gegner. Neue Gegner, Hype! Vielleicht wechsle ich dann doch Karsh durch. Weil Karsh hat später auch noch eine richtig krasse Secret Mission mit einem geheimen Endboss. Von daher, der wird auf jeden Fall noch einen Auftritt bekommen. Ja, dann sehen wir im nächsten Part 3 neue Charaktere, nämlich Faragun und 2 andere neue, die ich alle ready machen werde. Muss ja. So ein schönes Inferno, das würde nochmal richtig reinzimmern, ne? Just for kicks. Komm schon, Inferno. Orchard, do it. Please, just do it. Oder geht der Quatsch auf alle? Dann belassen wir es beim guten alten Volcano. Sollte jetzt richtig reinzwiebeln, weil die alle Wasserelemente sind und es hat reingezwiebelt. Fast 300 Schaden auf alle. Not bad at all. Ich hätte ganz gerne jetzt hier auch irgendwie ein Inferno. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht, doch. Ich würde sagen, links hat auch immer ein Inferno. Hoffentlich diese komischen Rochen, hoffentlich sind die nicht so stark. Ne, sind es tatsächlich nicht. Das ist doch schon mal nice to know. Also, ich weiß nicht. Spricht halt alles dafür. Oh, ich bin gleich nach oben gewandert. Spricht gar nicht. Es spricht doch wirklich alles dafür, dass wir hier zuerst hin sollen, oder? Die Gegner hier so super schwach sind. Der Water Dragon ist bei far der Schwächste. Ach, sieh an. It's empty. Nein. Ich hasse euch alle. Warum ist es empty? Dich müssen wir besiegen. Bist du ein Miniboss? Bewachst du deinen Water Dragon? Das ist ein Herr und Meister. Water Dragon machen wir natürlich erst im nächsten Part. Oh no. Zweimal Manta-Rochen und einmal dies Riesenviech. Sidestepper. Alle weiblich. Nicht, dass irgendwie eine Rolle spielen würde wie bei Pokémon. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Fly low. Low and get low. Tja, ihr wisst, was wir tun. Bei so vielen Wassergegnern, ihr wisst es einfach. Ironie des Schicksals. Dass wir so viele Infernos haben. Das ist einfach die Ironie des Schicksals. Aber ihr seht, die magischen Werte von Karsh sind halt echt nicht gut. Orchard ist irgendwie broken, kann das sein? Der hat gute Defensive. Der kann zaubern, kann auch so gut zuschlagen. Irgendwie ist der ein bisschen broken. Kam mir eigentlich sonst nie so vor. Ach, das Vieh ist auch schon Tumble. Fly low. Solange keine nervigen Zustandsveränderungen kommen, ist mir alles egal. Inferno. Ja, der macht viel mehr Schaden als Karsh. Mit den magischen Attacken. Krass, oder? Einfach nur krass. Manchmal Karsh trotzdem irgendwie. Wer hätte gedacht am Anfang des Spiels, dass der irgendwann unserem Team beitritt, wo wir noch mit Kit gegen den gekämpft haben. Wahrscheinlich niemand gedacht. Jetzt haben wir es alle. Karsh, Zor, Anzorn. Search, the water drinks just beyond here. Ist mir egal, die Water Dragon gibt es erst im nächsten Part und du darfst sie nicht mal besiegen. Edge Badge. Komm, den besiegen wir jetzt auch noch zur Vollständigkeit halber. Ist er nur alleine? Okay. Das sollte nicht wirklich gefährlich werden. Wenn du nur alleine bist. So stark war der ja jetzt nicht. Wofür bezahle ich links eigentlich? Na gut, wenn die Leute jetzt immer wieder neben kloppen, dann wird es natürlich kritisch. Jetzt
Komm, will ich das mystische Menü nochmal sehen. Mystery Menu. Heute gibt's gegrillten Fisch. Oder was auch immer das Viech darstellen soll. So eine Wasserspinne. So cool, ne? Er heilt sich und man macht massig Schaden. Ein Hoch auf Orcha. Wirklich kein schlechter Charakter. Ich mag ihn. Ich glaube, nur die magische Verteidigung von dem ist bad. Können wir mal schauen. Ja, Magic Versus ist bad. Und seine Agilitätswerte sind auch nicht gut. Ist halt nicht so schnell. Voller dicker, fetter Big Mac-Koch ist. Ja. So schaut's aus. Gut, ihr Lieben. Dann werde ich mal Fargo und zwei andere Charaktere ready machen. Für den Water Dragon. Wenn wir gut sind, schaffen wir noch den Fire Dragon. Wer weiß. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!